Das Weltraumteleskop Transiting Exoplanet Survey Satellite, kurz gesagt TESS, hat 4 Kameras, hat ein Gewicht von 365 Kilogramm und ist so groß wie ein Kühlschrank. TESS wurde am 18. April 2018 um 22.51 Uhr ins All befördert. Kostenpunkt der Mission ist $200 Millionen. TESS ist dafür gemacht, Exoplaneten zu finden, also Planeten aus dem Sonnensystem. Die NASA rechnet damit, dass TESS etwa 20.000 Exoplaneten aufspürt, darunter etwa 50 Planeten von der Größe der Erde. Am 20.05.2018 um 12.59 Uhr schießt TESS mit seinen 4 Kameras das erste Foto, ist auch mit dem Namen First Light bekannt. Ratet mal, wie viele Sterne hier zu sehen sind. Ich löse es am Schluss auf. Am 3. Januar 2020 machte TESS eine sensationelle Entdeckung. In nur 100 Lichtjahren Entfernung gibt es einen Erdzwilling namens TOI-700d. Dieser Exoplanet ist 20% größer als die Erde. Und möglicherweise könnte auf seiner Oberfläche Wasser vorhanden sein und ein lebensfreundliches Klima. Hier ist noch der Unterschied von unserem Planet und von TOI-700d. Bisher wurden über 4000 Exoplaneten aufgespürt, darunter hat TESS über 2200 Planeten entdeckt. Es gibt über 1 Milliarde Galaxien und Millionen noch unentdeckte Planeten, also wer weiß, vielleicht gibt es irgendwo da draußen fremdes Leben.